Ich bin hier, du bist da. Namaste. Alles klar. Eine kleine Aufzeichnung für euch von mir live vom Chiemsee. Ich bin gerade mit Rosi, dem Wohnmobil, unterwegs, dem Wohnmobil vom Kreiskulturverein. An diesem Samhain-Wochenende hatten wir ein wunderbares Feuer machen dürfen in der Nähe von Murnau. Und gestern durfte ich im Heilbiotop beim Stefan Pulsaris einen Stopp machen und Sophia und die Kraft des Kreises spüren, die Kraft unserer spirituellen Familie, unserer Regenbogenfamilie, unserer Lieder. Diese Verbundenheit, die Nahrung hat sehr gut getan. Und ich möchte ein Lied mit euch teilen. Das ist ein sehr bekanntes Lied. Ich habe es nur geändert. Ich habe es nur jetzt in die Ich-Form gebracht. Und ich merke in diesen Tagen ganz stark, wie wichtig die eigene Arbeit geworden ist, die Arbeit an mir. Und das Sprechen in der Ich-Form und das Beten in der Ich-Form, das Beten für mich. Ich bitte darum, dass alle Verträge, die ich irgendwann bewusst oder unbewusst in meiner Kindheit geschlossen habe, die mir nicht mehr dienen, mögen sie sich transformieren, mögen sie aufgelöst sein, mögen sie gehen. Und im Eintauchen jetzt in den November, Verbundenheit mit den Ahnen, möge die Kraft der Ahnen durch uns hindurchströmen, die visionäre Kraft, mögen unsere eigenen Visionen wieder leuchten und mögen die Dinge, die wir auf uns genommen haben, die uns nicht mehr gehören, von uns gehen und mögen wir bewusst und freiwillig und stolz und gerne die Last aufnehmen, die das Leben uns anvertraut. Hey, wie kann ich jemals denken oder glauben, dass ich irgendetwas weniger bin als wunderschön, weniger als ganz, mich kleiner machen, mich schwach machen, mich verantwortlich machen für das Leid anderer? Wie kann ich jemals nicht sehen, dass die Liebe in mir für mich und für diese Welt ein Wunder ist. Für euch in der Ich-Form. Ein sehr bekannter Song. Hier vom wunderschönen Chiemsee. That I'm anything less than beautiful. How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle, and how deeply I am connected to my soul? How could I ever tell myself that I'm anything less than beautiful? How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle, and how deeply I am connected to my soul? How could I ever tell myself that
that I'm anything less than beautiful? How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle? And how deeply I am connected to my soul? How could I ever tell myself that I'm anything less than beautiful? How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle? And how deeply I am connected to my soul? How could I ever tell myself that I'm anything less than beautiful? How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle? And how deeply I am connected to my soul? How could I ever tell myself that I'm anything less than beautiful? How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle? And how deeply I am connected soul. How could I ever tell myself that I'm anything less than beautiful? How could I ever tell myself that I'm less than whole? How could I fail to notice that my loving is a miracle? And how deeply I am connected to my soul. Jedes Mal, wenn du das Wort Corona hörst, nutze es als eine Einladung, dich an deine Krone zu erinnern, an dein Sahasrara Chakra, an dein Kronenchakra. Corona, jedes Mal öffnen für den Himmel, verbinden, fliegen mit dem Adler, aufsteigen, dich über die Dinge zu erheben. Denke daran, Liebe oder Angst. Wo Liebe ist, wo wir geöffnet sind und verbunden sind, ist Vertrauen. Die Macht hat unsere Menschheit mit Angst unterdrückt. Und deswegen möchte ich noch ein Lied mit euch teilen, den Adler. Eine deutsche Übersetzung von einem schönen Medizinlied für den Adler und den Kondor. Wo auch immer ihr jetzt gerade seid, falls ihr zuhört oder später reinhört. Spürt die Schwingen vom Adler, spürt die Schwingen vom Kondor, eure eigenen Schwingen. Die Weite zwischen den Schulterblättern, immer wieder die Gelegenheit, dich zu erheben, dass ich mich erhebe. Schwingen aus Licht, Adler, du
komm, bring uns deine Medizin. Trage mich mit deinen Schwingen aus Licht. Adler, du komm, bring uns deine Medizin. Vom Wind und der Luft, von den Sternen der Sonne, strahlen zeigt. Heile, 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 heile mich, nimm mir all das, was ich nicht mehr brauch. Ich freu mich an meinem Leben, Pachamama, die freut sich auch. Heile, 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 heile mich, nimm mir all das, was ich nicht mehr brauch. Ich freu mich an meinem Leben, Pachamama, die freut sich auch. Fliegen mit dem Wind. Zwei kleine Lieder vom See. Im November wird es wahrscheinlich wieder mehr Musik geben, auch online. Verbindung mit mir selbst. Heilung für mich. Möge ich ein Instrument sein des Göttlichen. Wenn es mir gut geht, kann es der Welt gut gehen. Selbstfürsorge an erster Stelle. Passt gut auf euch auf. Und Verbundenheit. Bis ganz bald. Euer Philipp.